Ich würde noch kurz was zu Berlin sagen. Ich habe erstmal eine Frage an alle. Mag die Hand hoch, wer am nächsten Samstag in Berlin ist. Ja. Jawohl! Jawohl, und wir haben wirklich wenig geschlafen, aber dafür viel gemacht. Und also ich könnte euch jetzt hier eine ganze Liste runterrattern, was da alles so am Start ist und wer da alles kommt. Auf jeden Fall haben wir 550 Meter LKW-Korso. Das nur mal so auf die Länge. Auf den LKWs werden verschiedene Redner erwartet. Ich habe hier mal ein Beispiel, Wagen 2. Da haben wir die Band, die Bandbreite, das ist die mit diesem Bitte impft sie nicht Lied, gewinnen können. Und dort wird unter anderem Dr. Heiko Schöning sprechen von den Ärzten für Aufklärung. Also wir starten 10.30 Uhr am Brandenburger Tor. Von diesen Friedensfahrzeugen, die ihr da hinten seht, werden uns auch 15 Stück begleiten. Ja. Es ist schwer, eine Prognose zu stellen, weil viele sagen, ich hoffe, es werden viele, aber ich kann euch eins garantieren, es werden echt viele, viele Menschen werden an diesem Tag. Wir werden richtig viele Leute sein. Ja, genau, das dürfte es eigentlich dazu gewesen sein. Ach so, noch was Wichtiges für alle, die mit diesem, mit dem Busunternehmen Home for Hope anreisen. Die Goethestraße, die ihr hinter euch seht, die hat hier unten eine Reisebushaltestelle. An dieser Bushaltestelle steigt ihr dann bitte ein. Für die, die mit dem Bus fahren. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns nächsten Samstag in Berlin. Ja.